Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4, das Inselleben. Ich möchte gerne einen neuen Haushalt erstellen und hinziehen lassen. Und ihr habt bestimmt schon so viele Sachen erstellt. Ich liebe es, anderen Zimmern zuzugucken, wie sie etwas machen. Ach, hier sind meine. Die könnte ich endlich auch mal hochladen. Naja, mal gucken. Lädt eh immer niemand runter. Meine Sachen. Meine Familien aus der 100 Baby Challenge. Und ich habe gar ganz viele. Naja, meine Bachelor. Die sind so schön. Oh. Die sind so toll. Die mag ich. Naja, auf jeden Fall wollte ich in die Galerie gucken. Nach Haushalten. Und nach Iceland. Living. Und ich wollte mal vielleicht ein, zwei Männer auch mit einziehen lassen in die Nachbarschaft oder einfach nochmal eine Familie, damit einfach nochmal ein bisschen mehr los ist und das nicht alles nur die ursprünglichen Familien hier sind. Erik. Der junge Erwachsene. Hübsch. Ich habe ja nur noch zwei freie Grundstücke. Ach nein, ach komm, Marielle und Erik. Oh, also die muss ich auf jeden Fall. Das ist zwar nicht das, was ich haben wollte. Oh Gott, ist die Tür. Besser. Am Rest will ich gar nicht rumfuschen. Oh, die haben auch noch ein Kind. Oh, Arielle. Oh, Arielle. Guck mal, das können unsere Nachbarn werden. Bestätigen. Möbliert. Jetzt wohnt hier Arielle bei uns in der Nachbarschaft. Aber wenn das nicht das was ich geplant hatte. Aber jetzt haben wir Arielle, Melody und Erik in der Nachbarschaft. Das ist auch schon mal schön. Und dann gucke ich mir trotzdem gleich nochmal die anderen Familien an, die es so gibt. So. Oh. Hübsch, hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, und hier sind wir auch schon wieder. Also wären wir gar nicht weg gewesen. Was ist denn das hier? Ocean? Sind das die... Oh, mein Gut. Oh, sind die alle hübsch? Na, es auch hier Emma, Chloe und Ricky gibt. Von H2O. Müssen wir mal googeln. Und das sind aber alles Familien. Ja, sieht doch ganz nett aus. Haushalt platzieren, ersetzen. Key. Oh, seine Haare sind weg. Nein! Was haben wir denn noch? No. Die sind einfach alle so hübsch, dass man Arielle und Prinz Erik, weiß man gar nicht, wen man zuerst runterladen soll. Remo, komm, den nehmen wir. Ach, ein Meermann. Verbinden. Und... Oh, deren Muskeln. Akoni nehmen wir auch. Verbinden. Und... Wirklich, ich danke allen Menschen, die ihre Sims hier hochladen. Den nehmen wir auch noch mit. Verbinden. So. Und jetzt hören wir auch auf. Ich weiß, es ist schwer für mich. Akoni haben wir. Ihn haben wir. Und er kriegt noch Haare. Ich glaube, der Rest sollte... Oh, ist der niedlich. Oh, ist der süß. Die sind alle süß. So. Schnicker. Tschack. Neuer Haushalt erstellt. Ohne auch noch was zu tun. Ja. Da jetzt Arielle unsere Nachbarin ist, lassen wir die hier einziehen, die Jungs.
Hier sind wir eh häufiger. Ach, guck mal, die Bullen sind hier sogar drin verzeichnet. Da. Ah, das sieht man also, wenn man mit Augen auf durch die Welt klickt. Ach. So, und nach dem kleinen Ausflug sind wir wieder zurück bei unserer Maya und unserem Hugo Hipster. Hier muss jemand ganz dolle Pipi machen. Und der hier muss auch ganz dolle Pipi machen. Er ist immer noch traurig. Zuspruch. Gemälde verkaufen. Kann ich dir den Wunsch erfüllen? Ja, guck mal, Maus. Den kann ich dir erfüllen, den Wunsch. Verkauf mal ein Gemälde. Reste nehmen. Und dann kannst auch du Pipi machen. Genau, er wollte sich ja heute frei nehmen, weil sie frei hat. Und dann planen wir eine Kaba-Party, die 105. Ich habe auch keine Lust mehr, ne? Ach, guck mal, Dori. Oh, Seelenverwandte. Sim und Trimmler. Oh, wir sind super gut. So. Vielleicht schafft er es ja auch. Bis nachher. 12 Stunden. Aber es geht allen gut. Wir machen Kabi. Kaba. Und Kaba zubereiten. Und ja. Erst Pipi machen. So, jetzt kannst du den anderen Kaba zubereiten. Du hast dir ja schön die Hände gewaschen. Und du ziehst dich um. Nicht Kleidung ausziehen, Kleidung ändern und den hier. Und dann machst du ein gesellschaftliches Ereignis. Plan, und zwar eine Coverparty. Okay, mach vorher noch Wäsche im Trockner trocknen. Okay, wenn du dir das wünschst. Oh, ist ihr Kleid nicht hübsch? Die Schuhe passen nicht dazu, aber ihr Kleid ist hübsch. Und wir starten eine Coverparty. Und der Gastgeber sind wir beide. Und diesmal nicht so viele. Sie wollten wir. Ihn. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nee, Judith ist ein Promi. 6. 7. Bei uns. Ja. Perfekt. Und dann darfst du dich nochmal umziehen, Hugo. So, wir schaffen das diesmal. Okay, Hugo? Einer für alle, alle für einen. Und es geht los. Wir laden die Gäste ein, etwas zu trinken zu nehmen. Und dann nehmen wir uns selbst etwas zu trinken, packen den ins Inventar. Jetzt haben wir etwas zu trinken in der Hand und jetzt wollen wir mit Kaba zuprosten. Freundlichkeit. Ich krieg... Ah nein, wir wollten die Stühle entfernen. Hugo, schnell, steh auf. Stimmt, da war was. Wo ist denn das? Unser Familieninventar. Im Inventar platzieren. Im Inventar platzieren. Im Inventar platzieren. So. Jetzt könnt ihr euch weniger setzen. Nimm deinen Trink. Und dann rufen wir euch. Und jetzt stehen wir beide. Und ich kann dir mit Kaba zuprosten. Der war auch gerade mit Kaba in der Badewanne. Jetzt prostet sie doch zu, oder nicht? Wagene. Prost, Prost. So. Ja. Jetzt können wir Geschichten erzählen. Und zwar erzählen wir nicht über Tanztechniken. Wir fesselnde Geschichte erzählen. Und Hugo erzählt eine unglaubliche Geschichte. Und jetzt ist der Kaba leer, aber wir sind ja noch darauf vorbereitet.
Wir haben noch ein Cover hier in der Sch. Und jetzt rufen wir, um das Getränk zu nehmen. Weil das müssen wir machen. Und dann müssen wir eine kochen für mehrere Personen. Eine Partygröße. So, und du erzählst auch noch Geschichten. Wir erzählen eine Geschichte. Eine lustige Geschichte. Und dann nehmen sich ganz viele Leute Kava. Perfekt. Oh, mit Kava zu brusten schon wieder die Aufgabe. Geht das? Freundlich. Mit Kava zu brusten. Du sollst bitte Essen zubereiten. Oh, ich bin voll konzentriert. Los, bruste mit Kava zu. Los! 4,5 Stunden noch, das wird was. Er prostet zu, perfekt. Und dann Gäste einladen, Kava zu trinken, gerufen. Und dann können wir uns freundlich vorstellen. Und machst du Essen? Was? Achso, sie hat wahrscheinlich zu wenig Platz dafür. Dann kommst du dahin. Andere Kava-Schüssel, Frühstück servieren, kochen, da auf dem Fußboden, Gartensalat, Partygröße. So, Kava nehmen. Okay, dann stellen wir dich hier hin und du kannst nochmal schnell Kava machen. Da spulen wir vor. Eine Gruppenmahlzeit zu bereiten. Ja, das machst du. Und du hörst auf zu trinken und machst noch mehr Kava. Und Gartensalat. Kava. Mach den blöden Gartensalat weiter. Und du machst Kava weiter. Los! Wir haben schon Silber. Hatten wir letztes Mal auch. Mach es fertig. Gartensalat ist fertig. Sims gleichzeitig essen lassen. Zum Essen rufen. Esst. Erntefest. Mir auch egal. Ja, perfekt. Fesselnde Geschichte erzählen. So, und dann können wir gerufen, um Getränke zu nehmen. Versuchen wir es mit dir nochmal eine Geschichte zu erzählen. Gut, dann nicht. Mit ihr. Haben wir Witz erzählen, das kann ich. Insider-Witz und ein Klopf-Klopf-Witz. Das sind die lustigsten Witze. Kava nehmen. Noch eine Gruppenmahlzeit zubereiten, natürlich. Brunchen, kochen, wieder irgendwas, so, schnell, Witz erzählen und nochmal eine Geschichte erzählen. Wir haben Gold! Wupp. So, dann dürfen alle sich Kava nehmen. Oh, wow. Yay! Yeah. Oh, das war der dritte Versuch. Dieses blöde Zuprosten, ne? Geschichte erzählen. Eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und dann können wir lustige Geschichte erzählen. Und eine freundliche Geschichte erzählen. Nein. Eine lustige Geschichte erzählen. Aber wir haben es geschafft. Es hat einiges gekostet an Zeit und dreckigem Geschirr. Aber das passiert. Jetzt bist du noch hungrig. Hier, guck mal, Maus. Gartensalat essen.
Dann kannst du Pipi machen gehen. Und Wäsche machen, in die Waschmaschine stecken. Wir haben nämlich geheult. Perfekte, perfekte Cover, Cover, Party, Party. Es war so toll, dass wir direkt alles zweimal sagen müssen. Sieht aus, als hätten wir dir einen neuen Schatz in den Haushaltsinventar gelegt. Hierbei jetzt gehen alle Strandgut sammeln, essen, grillen oder rösten. Jo, das klingt doch mehr unsetzbar. Wir packen die Kava-Schüsseln mal ein. Und dann müssen wir anfangen aufzuräumen. Du darfst auch gehen. Freundlich. Auf Wiedersehen. Geh, los. Perfekt. Ach, jetzt wird aufgeräumt. Und was müssen wir eigentlich machen? 3 Gemälde verkaufen und 3 emotionale Gemälde fertigstellen. Wir sind jetzt sehr selbstsicher. Dann fangen wir ein selbstsicheres Bild an. Und du gehst noch nicht schlafen. Du machst Wäsche waschen. Es ist 14 Uhr, Maus. Du kannst ein bisschen... Ja, wir können erstmal unsere Stühle wiederholen. Gut, das ist die Lösung für eine erfolgreiche Kava-Party. Keine Stühle. Wir haben es geschafft. Was haben wir denn bekommen dafür? Eine Schatztruhe. Ansehen. Toll. Wunderschön. Aber wir können ein kleines Nickerchen machen. Guck mal, da muss der Hugo auch gar nicht seine Arbeit ab... Nicht schlafen, Nickerchen. Gar nicht seine Arbeit abgeben. Getränke im Club trinken. Ach. Oh, ich finde ich gut. Was ist denn das? Schatztruhe, Liebe der Meerjungfrau. Toll. Pipi-Pause. Dann kannst du auch ein kleines Nickerchen machen. Und Hugo muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und du? Ja, ich habe mich mit ganz vielen coolen Leuten angesammelt. Strandgut sammeln. Müll. Oder Muscheln. Ja, Muscheln. So, Hugo. Oh, Candy. Ach, Candy, ich muss gleich zur Arbeit, aber sonst würde ich voll gerne mit dir abhängen. Und reparieren. Erstmal am Strand buddeln, ne? Essen, grillen oder rösten. Dafür bräuchten wir auch einen Grill. Aber das Ziel sieht doch einfach zu bewerkstelligen aus. Milbenmittel anwenden und Honig verkaufen. Und du reparierst. Und dann gehst du zur Arbeit. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Grill. Grills sind hier. Bei den Grills würde ich tippen. Ist nur so eine Vermutung. Ach, guck mal, hier ist auch noch was, das wir wegschmeißen können. Stinkender Kava. Auch nicht mehr sehen und hören, Kava. Was kriegen wir denn wieder? 20. Ja, uns fehlt es ja eh nicht so an Geld, ne? Nimm mir beide einen Job. So. Lecker Honig. Wir haben noch nichts gegessen.
Na, guck mal, da geht sie von alleine zum Grill und macht ein paar Würstchen. Und fackelt irgendwas an. Oh, hier sieht's aus. Guckt euch das mal an. Du kannst Teile plündern. Dann musst du bitte reparieren. Dann musst du ausräumen und Wäsche bringen zu Trockner. Und dann musst du essen. Essen. Geschicklichkeitsfähigkeit. Und dann. Ach, du hast ja nur ein Würstchen gegrillt. Das sah so viel aus. Haben wir diese wunderschöne Schatztruhe? Wie geht's denn den Fischen? Gut. Müssen die nicht gefüttert werden? Keine Ahnung. Und dann kannst du. Hugo hat Geld mitgebracht. Hugo ist müde. Du kannst, bitte. Wäsche machen, Wäsche. Trockner hinzufügen. Hattesten wir das nicht schon? Oh, Hugo. Dampfende Dusche. Und schlafen. Angespannt, ja. Schatzjäger. 70 Simoleons die Stunde. Irgendwann müssen wir nochmal mit dir tauchen gehen, mein Lieber. So. Stört sie auch gar nicht. Tschück. So, und du kommst dann da rein. Und Wäsche machen. Diese Wäsche ist bereits sauber. Hä? Wäsche machen ist bereits sauber. Wäsche waschen. Und dann können wir uns einmal baden. Verwandeln wir uns dann eigentlich auch? Oh, nein! Oh, wie bei H2O. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Oh. Gut, an dieser Stelle würde ich aber auch einfach aufhören. Wir haben die Coverparty hinter uns gebracht. Yay! Mit Gold. Und befassen uns nun mit dem nächsten Bestrebenszielen von unserer Maya und auch mit dem vom Hugo. Und ich danke fürs Zuschauen und Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play die Sims 4 Inselleben. Tschüssi, tschüss.